Forza! Auch. Guck mal, was wir alles im Keller hatten. Geil. Sind das deine alten Klamotten? Ja, die sind alle von mir. Ich komme hier. 80er Jahre, das waren die geilsten. Die geilsten, guck mal hier. Fallschirmseide. Ballonseide. Ballonseide. Ich zieh die an, mal gucken, ob es mir noch passt. Aber da fliege ich mal rein. Scheiße. Nee, die passt nicht mehr. Weißt du, wie die aussieht wie MC Hammer? Was? Kennst du noch MC Hammer? Nee. Doch, MC Hammer! Wann müssen wir denn fertig sein mit dem Schmücken? Wenn die Party losgeht. Mal, findet ihr, der Matt Eagle braucht einen Sonnenschutz? Hä? Findet ihr, der Matt Eagle braucht einen Sonnenschutz? Ja, weil sonst wird er zu Frikadelle, wenn er zu heiß ja, ist. Ja, sonst wird er... Jeder Matt Eagle braucht einen Sonnenschutz. Weißt du auch, warum? Jeder Matt Eagle braucht einen Sonnenschutz, sonst wird er braun. Ich denke, wenn Matt braun wird, wenn es zu lang... Schon ein bisschen eklig. Hast du... Du isst jetzt... Wow. Und noch eine Zwiebel. Wow. Alles klar. Nee, doch, steck ich wieder rein. Ralf, deine Körperteile tanzen sich einzeln warm. Bitte fass jetzt nicht alle an. Okay. Ja? Hey, wir könnten David Hasselhoff schmücken. Hä? Wir könnten David Hasselhoff... Was hat er jetzt schon gemacht? Ich glaube, er hat sich nicht gewaschen. Ich habe heute Morgen das Programm gestartet. Ich habe ja so ein Programm, dass man... Ich habe so ein Programm gestartet. In meinem Kopf habe ich gelesen, dass das geht, dass ich... Das... Wow. Ist das ein Schleuderprogramm? Nee, dass die einzelnen Körperpartien sich... Dass sich die einzelnen Körperteile von alleine separat aufwärmen. Das habe ich gelesen, das klappt wirklich gut. Ja, so tanzen manche Leute in Clubs. Ja, also, die tanzen, da sind auch nur ein paar Sachen beteiligt. Ne? Da sind nur zwei Beine und so Schnipser. Aber hier, so geht es eigentlich ganz gut. Oh. Das war schon warm. Ganz gut, oder? Sieht gut aus. Ja, oder? Ich finde, die Jacke steht dir. Ich winze? Ja, voll. Hast du auch eine? Nee, ich will die Hose dazu anziehen. Bitte? Dann sind wir wie ein Mensch. Ich zieh die Hose an, du die Jacke. Und ich stell mich vor dich, da sieht das aus, wenn wir ein Mensch. Ja! Hinter dich. Nee, das geht. Neben mich. Ja, neben dich. Oder so. Oh, komm, das ziehen wir auch an. Das ist geil. Ja, ich glaube, ich weiß, warum du aufgehört hast, sie anzuziehen. Und wenn er schon mal am Anziehen ist, der Simon. Simon, style dich wie eine 80er-Jahre-Ikone. Yeah. Okay. Ich will ja. I want to break. Okay, ich hab richtig. I want to break free! Geil, ey, da kann man aussehen wie. Aber wir müssen noch mehr dekorieren. Okay. Cindy Lauper. Ich find's eigentlich ganz gut, bitte jetzt zerstör mir das hier nicht. Was denn? Ihr müsst fragen, wer ich gleich bin, okay? Okay, okay. Was willst du denn noch? Aber ich brauch noch. Cindy Lauper! Hm? Hätt's vielleicht vorher nicht sagen können. Angela Merkel! Benjamin Blümchen! Glaubt ihr, Angela Merkel war auch Cindy Lauper-Fan? Ja. Muss man nicht die lange Hose vorher ausziehen? Nee. Nein, das muss man nicht. Okay. In den 80ern hat man das nicht gemacht. Ich dachte, es ist besser, wenn man die... Obwohl? Das ist... Wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ich kann dich auch gut leiden, aber das geht mir zu weit. Ich hab irgendwie Bock. Was denn? Wir können ein Musikvideo dann drehen. Ja! Ich will aussehen wie... Wie? Ich weiß nicht, mir fällt gerade nichts ein. Aber irgendwas, was so aussieht. Wer? Never gonna give you up. Ah. Falsche Musik. Milli Vanilli. Das wäre so einfach. Oder? Fertig. Wir wissen zwar nicht, was für eine Ikone das ist, aber wir lassen das mal so gelten. Komm mit zu Katrin. Katrin, du bist den anderen einen Schritt voraus. Hä? Guck! Hä? Geil! Ja. Ich bin sehr froh, dass du die andere Hose angelassen hast. Ich auch, jetzt im Nachgang. Du weißt schon, ne? Wisst ihr was? Was denn? Nee. Ihr? Ja? Ihr müsst euch jetzt verkleiden. Da haben wir das schon. Ihr braucht hier die ganze Party-Deko. Ich nehm noch. Und ich? Wir sind schon dabei sogar. Ich bin die 80er.
Weißt du, ich bin im Grunde die Reinkarnation von David Hasselhoff. Da brauche ich nichts beweisen. Da kann ich hier einfach in meiner Slim Jeans. Dann würde ich dich gern singen hören. Ja! I've been looking for freedom. I've been looking for freedom. Freedom. And let my hand down. I've been looking for freedom. Woohoo! Still a word here. Also und jetzt, pass auf, was passiert, was passiert? Da muss ich aber gerade gut sein. Also und die Mauer fällt. Oh ja, und ich hab's geschafft. Weil ihr wisst schon, dass David Hasselhoff verantwortlich dafür ist, ja, dass die Mauer... Klar, alleine. Ja, genau. Ja, also ich denke, es wird man sehen, oder? Also ich brauche eigentlich nichts mehr, oder? Nee, du bist perfekt. Und fertig. Du siehst aus wie eine Reinigungskraft in den 80er Jahren. Ja. Das stimmt. Und das ist ein Kompliment. Ja. Das damals war das ein hoch angesehener Beruf. Ja, total. Reinigungskraft in den 80er Jahren hat ja viel mehr verdient. Ralf, wenn du an die 80er denkst, dann kommst du wieder in den Stimmbruch. Das ist natürlich blöd. Komm nicht an den Mann nicht ran. Wir sollten diese Hose in den Ofen schmeißen. Ah, wisst ihr, pass auf. Wisst ihr, wie schön es damals war? Mhm. Ich fand es so toll damals. Ich war noch viel jünger und hab dann... Und hab damals immer gedacht, dass... ich hab damals immer gedacht, dass man auch... Hört ihr das? Ja. Also nochmal. Ich hab damals, als ich noch ein Teenie war, hab ich immer gedacht, dass man jetzt mal langsam rausgehen muss. Hast du jetzt endlich deinen Stimmbruch? Brillant. Ach, geil. Chapeau. Du hast so lange drauf gewartet. Ja. Und ich hab dir gesagt, der kommt noch. Immer wenn ich an die 80er Jahre zurückdenke, dann denke ich, ich hab wieder einen Stimmbruch. Weißt du, was Schlimme ist? Wahrscheinlich kriegst du jetzt auch Pickel dann. Das hattest du ja auch damals. Geil, endlich wieder Pickel. Du hast ja nie welche, du hast keinen Stimmbruch. Ich hab gar nichts. Und jetzt hab ich wieder Stimmbruch, überleg mal. Und dann stehe ich davor und denke, das kommt ja auch total authentisch rüber. Da stehst du jetzt vor einer, die du toll findest und sagst, hey, ich finde dich ganz toll, ich möchte gerne mit dir ausgehen. So kriegt man die rum. Da kriegst du die rum. Ja. Da sagt die, oh, das macht mich an, weil du bist ja noch so jung. Du bist ja erst im Stimmbruch. Ja. Und dann sag ich, ja, ich bin noch im Stimmbruch. Ey, du kannst wieder günstiger ins Kino gehen. Kinderpreis. Geil! Man muss ja immer nur unter einer Meterstange durchlaufen. Das schaffe ich immer. Das ist kein Problem. Würde das bei dir klappen? Probier's mal auf. Ja, pass auf. Also, pass auf. Ich probier's auf. Stell dir vor, ich komme zu dir und wir kennen uns nicht. Mhm. Und ich komme zu dir und sage sowas wie, hi! Baby, ich finde dich total klasse. Möchtest du was trinken? Fändest du mich gut? Ich glaube, dann würde ich so reagieren. Wahrscheinlich. Was? Ich kann dich nicht hören, ich habe einen Tinnitus. Warum? Wegen der Frequenz. Da waren ja Frequenzen bei, die können nur Hunde hören. Naja. Und so war das damals. So war das eben so war das damals. Du hast recht. Simon. Du hast für die Party eine Special-Performance vorbereitet. Ja, wenn du sagst. Ich glaube, er liebt mich. Das war so. Ja, wenn du sagst. Du bist die vollständige Achtler. Ich bin die vollständige Achtler. Wenn wir dann nachher feiern, hab ich mir gedacht, weil es kommen ja wahrscheinlich ziemlich viele Gäste und die wollen wir endlich auch mal beeindrucken. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen da was Besonderes. Geil. Und da habe ich gestern in meinem Kämmerchen mir was überlegt. Was denn? Eine Art Tanz. Ein Tanz? Ich nenne ihn das wütende Walross. Das wütende Walross. Oh. Das geht so. Zeig. Ich wollte um die Ecke kommen. Ja? Du musst da dann, 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 dann. Das Walross. Du musst mitmachen. Hier. Hier. Ja. Also, komm an. Und dann? Oh. So ungefähr was damit. Wow. Ja, toll. Ja.